Das erste Mal in meinem Leben habe ich gerade Thymian klein gemacht. Davor hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist Efeu oder so. Schöne Grüße an HelloFresh. Wunderschönen guten Abend. Willkommen in der Haute Cuisine, Leute. Meine Box kam, meine Kochbox mit drei Mahlzeiten. Ich bin gespannt, ich bin echt extrem gespannt. Hab's schon ausgepackt, war richtig top eingepackt. Aber ich habe schon schön in den Kühlschrank geböllert. Also ist auch, wie gesagt, mein erstes Mal diese Kochboxen. Folgendermaßen, drei Rezepte. Man kriegt so geile Rezeptkarten dazu. Ist für mich alles Neuland to the fullest. Aber sieht, also schon wie das ankam, überkrass. Mit alles recycelbare Materialien, Eiskühlpads, dies, das. Kriegst du hier bam, bum, bang und hinten drauf Rezept, was man halt auch geil aufheben kann, wenn man mal das nachkochen will. Ne? Viele sagen auch, es ist teuer. Klar kann man für billigeres Geld mehr einkaufen und selbst kochen, aber wie oft habe ich irgendeinen Käse da noch rumfliegen oder irgendwelche Dinger? Und bei mir ist es aktuell wirklich, ich habe keinen Bock einkaufen zu gehen. Ne? Also bei mir hier um die Ecke, egal wo ich hingehe, ich muss in 2-3 Läden gehen. Netto, Aldi, Lidl, weil da die Regale leer sind, da die Leute sind alle auf Hektar. Für mich, wenn es auch geil ist und schmeckt, ist das wahrscheinlich aktuell die geilste Alternative. Plus, ich muss als Snoop nicht bei Chefkoch gucken, auf was habe ich Bock. Ich kenne ja viele Gerichte gar nicht. Also wie soll ich dann bei Chefkoch gucken, wenn ich es gar nicht kenne? Zum Beispiel dieses Tartalets, Umgangssprache Tartalette. Hätte ich ja niemals geguckt. Ich habe drei Gerichte. Heute hat es angefangen. Wir machen Tartelett mit Zucchini und Käse, dazu Salat mit Honig-Senf-Dressing. Klingt schon mal geil. Und Nummer 6. Das heißt, ich habe das jetzt nur eingeräumt im Kühlschrank. Ich habe noch nichts aufgemacht. Bedeutet, die Tüten sind halt auch so nummeriert. So. Ja, muss man aber auch Preis-Leistung sehen. Lohnt sich auch preislich wahrscheinlich eher nicht. Naja, das war jetzt so. Wenn ich jemand, also mich hat Philo, One Love an Philo, hat mich geworben, somit hat er 20 bekommen und ich ein 20 gut geschrieben bekommen. Also wer geworben werden will, sagt Bescheid, ich kann mich werben. Bedeutet, ich habe für eine Woche, eigentlich kostet es 40 Euro, drei Gerichte für zwei Personen, 40 Euro. Und ich habe jetzt halt für die erste Woche 20 Euro bezahlt, was halt Überpreis ist. Aber ich sage ehrlich, ich habe auch schon, wenn wir irgendwas Komisches gekocht haben mit viel Zutaten, wo ich utopische Sachen gebraucht habe, die dann aber irgendwo rumfahren oder wie lange habe ich da irgendwelche hier, ich habe einmal Mac and Cheese gemacht und habe 10 Jahre lang Zwieback, weil ich kein Zwieback esse. Hello Fresh Boxen. Hello Fresh. Hast du die Gerichte komplett aussuchen? Ganz genau. Du kannst eine Woche vorher immer die drei Rezepte komplett aussuchen aus einer riesen Auswahl. Ich habe heute jetzt für nächste Woche ausgesucht und du kannst aber auch pausieren. Ne? Du musst es jetzt nicht nonstop machen, sondern du kannst auch bis zu 6 Wochen, glaube ich, pausieren und wenn du noch länger willst, schreibst du dann einfach eine E-Mail und dann bist du komplett erstmal raus. Und ich bin zwar gespannt, wenn ich 2 Tage dran essen kann, also jetzt heute Abend und vielleicht morgen noch zum Frühstück. Digga. Also, Blätterteig bleibt erstmal drin, geriebener Bergjaunkäse, den habe ich irgendwo gesehen. Dann hast du nicht nur ein komplettes Käseding, weil bei mir so ein Käse fliegt oft mal drin rum. Ja, mega easy going, billiger kannst du eigentlich fast gar nicht kochen, außer natürlich, du hast einen Vorrat angelegt und machst davon immer mal was da klar, aber jeden Tag frisch schaffst du kaum. Ey, oh, du, das ist bei mir auch, wie oft, oder ihr kennt es alle, dieses Reste-Spachteln. Allein, wenn ich was mit Kartoffeln gemacht habe, Digga, dann hast du da einfach das Netz Kartoffeln rumfahren, so, ne? Wir machen jetzt mal hier Nummer 6 auf. Das ist wie Weihnachtsdings hier. Also, Adventskalender. Salatmix, weil es gibt ja noch einen Salat dazu mit Honig-Senf-Dressing. Mix Kräuter, Petersilie, Klatt, Thymian. Geil. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Tomaten, ey. Also ich habe gedacht, da kommt verdatschteres Material, wenn ich ehrlich bin. Meine Zwiebeln im Netz sehen auch verdatscht aus. Leute, was soll ich sagen? Das Geile ist, da kommt noch eine Knoblauchzehe. Was haben wir hier? Körniger Senf. Auch halt nur so eine Ladung, wie man braucht. Guck mal, Sonnenblumenkerne. Hätten wir jetzt Sonnenblumenkerne gebraucht, was hätten wir da für einen Kanister kaufen müssen? Blütenhonig, guck mal. Es macht sogar Spaß, so dieses Auspacken. Schöne Grüße an HelloFresh. Ihr und ich, wir sind ein super Team. Wir würden so harmonieren, wir zwei.
So. Salatmischung, Zucchini. Sagt ihr Zucchini oder Zucchini? Und wie gesagt, den lassen wir jetzt noch drin. Hier kam noch so Butterblätterteig. Chamba. Petersilie und Thymian. Thymian kenne ich nur hier in den Dosen. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Noch nie frisch, Alter. Immer nur. Das ist das, was ich sage. Das riecht nach Erkältungsbad. Also, wir waschen erstmal das Kladderadatsch. Und dann zupfen wir das alles. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gerade Thymian klein gemacht. Also frischen Thymian. Davor hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist Efeu oder so. Knoblauch mit Schmand verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Okay. So. Tschüss!